Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und im heutigen Dokkan Battle Video dreht es sich um das Intkitbu Event und zwar das neue. Das habt ihr wahrscheinlich bei anderen schon ein bisschen öfters gesehen. Ich war ja nicht da, ich konnte es nicht machen. Wir haben Pure Destruction and Carnage. Passend zu dem 120% Intkitbu, dem neuen Lied, gibt es auch einen neuen, eine neue Stufe, wo ihr das Ganze machen könnt. Also, wie gewohnt, wie könnt ihr dieses Event am besten angehen? Ich werde das Ganze mit einem physischen Team machen, weil die letzte Stufe von Kitbu ja physisch ist, Int ist, also das heißt physisch ist im Vorteil. Und ich will einfach mal mein cooler Team ein bisschen benutzen, weil das benutze ich nicht so oft. Aber ihr könnt mit diesen Jungs, die hier unter I zu finden sind, könnt ihr euch das Ganze einfacher machen. Das heißt, mit dem Spirit Bomb, Bomb Goku, mit dem Int Vegeta, sowohl UR, also Dokkan Awakened, wie auch nicht, mit Oob, mit den Int Krillin, den frei erfahrbaren Gotenks, also Failure A und B, wie aber auch mit den Linkskills von diesen ganzen Jungs hier, könnt ihr sowohl das Event einfacher machen, wie euch zum Beispiel auch teilweise mit diesen Keksen von Buu oder mit den ganzen, Schokoladen, euch auch noch ein bisschen heilen. Ist an sich eine ganz coole Sache, aber ich persönlich finde, mit einem physischen Team geht es einfacher. Die schwerste Phase ist Phase 2 mit dem physischen Team, STR-Typ, da ist er im Nachteil. Und damit könnt ihr zum Beispiel den neuen Kitbu Dokkan Awakening. Ich kann es nicht machen, denn ich habe Kitbu nicht. Haha, ich habe es nicht gezogen. Bedeutet, ich gehe jetzt in Regression to Evil, Super 2, 50 Stamina kostet das Ganze. Ich habe schon mal gemacht, ich glaube sogar mit diesem Team. Und es war relativ machbar mit dem Team. So, jetzt schauen wir mal. Es kann gut sein, dass ich hier einen Cut machen muss. Denn wenn ich schon ein cooler Team raushole, möchte ich natürlich auch einen cooler Doppellied haben. Und das ist eins der Nachteile, sowohl mit cooler wie auch mit Super 17. Kein Schwein spielt sie. Das ist echt krass. Entweder so wenig Leute haben sie gezogen überhaupt. Aber bis ihr tatsächlich einen Freund findet, der euch genau diese Einheiten gibt, das kann eine halbe Ewigkeit dauern. Oder ihr habt Glück und kriegt gleich einen SA-10 Kura Final Form. Kura, ich glaube, oder Kula. Ja, Kura. Das ist halt die, ich glaube, in Englisch, auf Englisch heißt ja auch Kula. Weil der Film heißt ja auch Kula's Revenge. Aber schauen wir mal. Mein Team, erkläre ich euch auch gleich, ist aber genau das gleiche Team, was ich mit Kula schon mal vorgestellt habe. Sind noch nicht Max-Level die meisten. Ich glaube, der einzige bei mir, der wirklich Max-Level ist, ist Kula selbst. Und dann habe ich noch den Full Power Freezer mit am Start, beide Omegas, also sowohl den Sin wie Omega Shenron. Dann mein Black natürlich, denn der ist Bombe, gerade um Support dazu geben. Der macht selber auch einen guten Schaden, aber er gibt halt allen plus 3 Ki, was ziemlich cool ist. Und den Kid Buu, weil er, solange ich über 80% Leben habe, gibt er allen in der Runde Angriff und Verteidigung plus 50, was ziemlich cool ist. So, jetzt haben wir beide Coolers zusammen, das ist jetzt nicht so dolle. Meiner ist ein bisschen stärker als der von meinem Freund. So, da brauche ich nur einen. Der macht ja auch Doppelattacken, was ziemlich cool ist. Mr. Black bekommt die alle, denn Black ist ein Nuker, bedeutet, umso mehr Kiesphären er bekommt, umso mehr Schaden macht er, was ziemlich gut zu wissen ist. Und nebenbei gibt er auch noch diesen Support, was er auf der GP-Version ja nicht gibt. Die haben den ja ein bisschen geändert für Global. So, 500.000, na, kann auch mehr machen. Das ist ja, wenn man zum Beispiel mit dem Super Saiyan 4 Team, also Goku, die ganze Zeit spielt, denkt man sich, 500.000, das ist aber wenig. Nein, ehrlich, das ist verdammt viel. So, was macht, ja, Black macht 311 und jetzt kommt Mr. Freunde Cooler und macht den Sack, glaube ich, zu. Jo, 422.000. Das Problem an meinem Team hier, weswegen ich jetzt halt ein bisschen Probleme haben werde eventuell, ist tatsächlich, dass ich eben... Na, wer von euch hat mehr Verteidigung? Ich weiß nicht, aber ich lasse mal vorsichtshalber den anderen vorne, also den Sin Shenron. Also das größte Problem mit diesem Team ist tatsächlich, dass ich keinen Sealer habe. Ich glaube, ich habe keinen Stunner. Und ich habe so gut wie keine Crits, denn ich habe bei kaum einer Einheit überhaupt im Hidden Potential System investiert. Was eben jetzt im STR-Team... Och komm, du greifst gleich den ersten an. Ja, okay, 57.000. Ist aber interessant, weil ich hatte die die Animation von diesem Buch hatte ich noch nicht gesehen. Southwest Kai Absorbed. Ja, okay, er trifft noch für 401, das ist okay. Aber halt, ich kann mit einem Crit nicht schnell durchkommen, was ja sonst immer das ist, was es relativ einfach macht. So, Kid Buu wird dann seine Verteidigung jetzt ein bisschen verringern. Ich werde das Ganze wahrscheinlich nicht ohne Items schaffen, was natürlich auch nicht so schlimm ist, weil man muss ja auch nicht alles ohne Items schaffen. So, du kriegst hier das... Der heilt sich aber nicht. Nö. Freezer, du brauchst nur einen, ne? Dann kriegst du den. Und du nimmst mal die blaue. Nee. Doch, du nimmst mal die mit.
Also der Freezer ist gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat, linkt super mit dem Cooler und macht auch einen ganz passablen Schaden dafür, dass es eigentlich eine super alte Einheit ist. So, ja natürlich, warum? Ah, jetzt doch, Additional Attack, nice. Und also normalen Additional Attack und Additional Attack als Ulti. Kann ich mitleben. Und Cooler tankt ziemlich krass, wie ihr seht. Er ist im Typennachteil und kriegt gerade mal 50 Schaden von dem STR-Bu. Ah, ich habe mir doch gedacht, das sind mehr Probleme. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob ich 80% Leben habe. Ich glaube, ich bin drunter, was gut ist, weil dann Big Bad Bosses bei den ganzen hier triggern kann. Was ein sehr, sehr starker Link ist, gerade bei Villain-Teams. So, du kriegst die. Nein, das will ich nicht. Das finde ich so doof. Ich will die roten haben und dann gib mir jetzt die gelben, weil die gelben hätte ich eigentlich gerne für Dings gehabt. Für den Cooler. Aber das langt auch so. Jo. Oh, da muss der Shin schon wieder das Ding schlucken. 57.000. Ja, doppelt. Bist du... Zum Glück habe ich so viel Leben. Haut er mir zwei Ultis hintereinander raus? Will er mich verarschen? Eieiei. Ja, ich dann aber auch. Omega macht den Fett weg. Aber weiß es gar nicht, ist denn in der ersten Runde gewesen. 1,2 Millionen Schaden mit einem. Also sind zwei, zwei Ultis gewesen. Nehme ich aber auch. Du verringerst nochmal ein bisschen seine Verteidigung. Und er haut noch ein Ulti. Ich bin tot, oder? Greift er nochmal an? Also wenn er nochmal angreift, bin ich tatsächlich tot. Oder auch nicht. Habe ich ein Glück. Alter, hat er mir gerade drei Ultis hintereinander reingepfeffert? Ja, ich habe noch 40.000 Leben. Der hat mir gerade drei Ultis hintereinander reingepfeffert, der Arsch. So, wie machen wir das jetzt? Wir machen es einmal so. Haben wir auch mal eine Sensobohne rein. Und nur um ganz sicher zu gehen, werde ich jetzt auch noch einen Ikarus reinknallen. Weil der greift hier fünfmal an. Und wenn er wieder so oft ultien möchte, der hat immer einen Arsch offen, drei Ultis. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt richtig doof. Weil ich würde gerne mit Freezer auch ultien. Aber... ich packe ihn trotzdem nach hinten, denn ich möchte, dass Cooler die 2 da einmal abfedert. Das heißt, Cooler kriegt die beiden und Kid Buu darf mal ultien, weil dann kann er die Verteidigung verringern. Danach muss er nicht mehr ultien. Okay, greif mal an. Freezer ist auf Steroids, hat ein bisschen im Fitnessstudio nachgeholfen. So, Cooler, jetzt mal, hau mal einen guten Schaden. Ah, ja, 700, ja, ich sag mal. Mit einem physischen Team ist die letzte Stufe, wenn er nicht, oh, noch ein, okay, wenn er halt nicht dazu übergeht zu sagen, weißt du was, ich ulti dich jedes Mal, ist die eigentlich gar nicht mal so schwer. Okay, ich habe in der ersten Runde schon weit über sein halbes Leben runter. Buu gegen Buu, also dieser Buu ist eigentlich total sinnlos. Ich habe den gerade, also hauptsächlich in dem Team, weil ich einfach nichts Besseres auch habe. Ich könnte den, mein Gohan reinknallen. Nenne ich Gohan, mein Goten, also mein GT-Goten, der tatsächlich auch Key gibt für alle, aber ganz ehrlich, es ist nicht wirklich nötig, da ich eigentlich genug Key habe und er ist halt nicht so stark, das heißt, ich hätte weniger Leben und auch weniger Verteidigung mit dem ganzen Team. So, Omega darf jetzt auch mal wieder blocken und ich glaube, Omega wird das Ding auch dicht machen. So, Minus Energy Powerball. Nein, aber er hat noch einen Additional Attack, den er jetzt nutzt, um den Sack zuzumachen. So, das ist es. 7 Awakening-Medaillen, die ich nicht brauche. Ja, vielleicht... Ich weiß gar nicht, ob mein Kid Buu... Doch, mein Kid Buu ist, glaube ich, Doken Awakened. Vielleicht auch nicht. Weiß ich wirklich nicht. So interessant ist die Einheit für mich. Aber das soll es gewesen sein. Also das Event, wie gehabt, ist einfach für euch, wenn ihr halt diese Einheiten habt, mit dem halt der Kid Buu einfach einfacher gemacht wird. Kann ich euch nur empfehlen, da wirklich immer reinzuschauen und schauen, okay, welche Einheiten haben diesen Passivskill oder ihr habt einen 120% Teamlead, wie zum Beispiel den Cooler und nutzt ein physisches Team. Die STR-Phase ist halt meistens normalerweise am schwierigsten, bei mir war es gerade die physische Phase, weil er eben halt drei Ultis hintereinander rausgekloppt hat, aber im Großen und Ganzen ist es dann auch machbar. So, das soll es dann gewesen sein. Ich freue mich wie gewohnt auf eure Kommentare und Meinungen und ihr könnt euch natürlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder die Dokkan Battle Playlist anschauen und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime Games und Fighting Games stehen.